definitiv gelungen. Die Berichte, die man hört, die sprechen ja immer davon, dass diese Flugobjekte, die beobachtet werden, sich ruckartig und blitzschnell von einem Ort zum anderen bewegen. Wie lässt sich denn das erklären? Naja, wenn sie in der Lage sind, Schwerefelder zu erzeugen, dann merkt jemand, der im Inneren sitzt, überhaupt nichts von der ruckartigen Bewegung. Der folgt bloß dem Führungsfeld, was aufgebaut ist. Das ist so, wie wenn sie im Lift sitzen. Und dann fallen sie auf den Mittelpunkt der Erde zu. Wenn das Feld aber nun so gestaltet werden kann, dass es also eine senkrechte Vorzugsrichtung hat, dann fallen sie senkrecht diesem Führungsfeld nach. Sie merken überhaupt nichts davon. Wir haben Filme, in denen es zu sehen ist, dass ein Objekt, was einmal dasteht und im nächsten Moment verschwunden zu sein scheint, ist aber gar nicht, dass nicht verschwunden ist, sondern wenn man Slide by Slide, also Bild für Bild dann verfolgt, einen Strich sieht, der aussagt, dass das Objekt mit 30 bis 50 G sich bewegt hat, also 30 bis 50-facher Erdbeschleunigung fortbewegt hat. Das ist so schnell. Bei 9 G wird ein Pilot schon bewusstlos, dass das kaum das Material aushalten kann, was wir heute kennen. Am 6. April 1993 konnte ein Amateurfilmer in Gulf Breeze, Florida, ein Video von einem schwebenden Objekt aufnehmen, das plötzlich wie ausgeknipst verschwand. Der anonyme Zeuge Philipp schickte sein Video zur Prüfung an Fotoanalytiker. Die entdeckten, dass das sechseckige Objekt von einem saturnförmigen Ring umgeben war. Sein plötzliches Verschwinden konnten sie mit extrem hohen Beschleunigungswerten von mehreren 100 G erklären. Zum Vergleich, ein menschlicher Pilot wird bereits bei rund 8 G bewusstlos. Herr von Ludwiger, ganz oft hört man ja auch von Piloten, dass solche Flugobjekte, die Flugzeuge begleiten, dann müsste doch im Grunde genommen auch dokumentiert werden können, dass solche Objekte vorhanden sind. Oder sind die für unser Radar beispielsweise unsichtbar? Zivile Luftfahrt ist also frei von irgendwelchen Objekten, deren Spuren sie nicht identifizieren kann. Wenn so etwas auftaucht, wird das automatisch rübergegeben zur militärischen Luftraumüberwachung. Und die hat nun die Aufgabe, diese Spuren zu identifizieren. Natürlich gibt es Überreichweiten und alle möglichen Arten von Objekten, die dann identifiziert werden müssen. Aber gelegentlich gibt es eben sehr seltsame Spuren, wo beispielsweise ein Objekt erst langsam fliegt und dann plötzlich mit dreifacher Schallgeschwindigkeit im rechten Winkel sich fortbewegt. Oder mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, ich sage das immer, weil die Maschinen bei uns eben nicht schneller als mit dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegen, auch die militärischen. Also da fliegt es dann runter von in Frankreich zum Beispiel von Lyon bis nach Genf und scheint auf dem Boden aufzuknallen, aber dann fängt es sich ab. Jeder Pilot sagt, wo ist es denn geblieben, was ist denn da los? Oder es gibt ganz andere Spuren, wo so ein Objekt so Zickzackbewegung macht. Ja, kein Flugzeug fliegt so in dieser Weise, aber auf dem Radar ist das zu sehen. Und gelegentlich, nicht immer, kann man dann auch optisch und das Radar vergleichen und sieht, ach, ich habe das ja gesehen und jetzt ist es auf dem Radar, so sieht das aus. Also wir haben das alles. Nur die militärischen Unterlagen werden selten den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt. Wir kennen uns da aus, aber es gibt eben sehr interessante und sehr viele nicht zu erklärende Spuren. Bloß die Öffentlichkeit weiß gar nichts davon. Können wir mal so einen Blick reinwerfen in Ihre Aufzeichnung? Ja, ja. Nehmen wir mal eins runter. Also wo das nun ist, ist ja egal, spielt ja keine Rolle. Aber Sie sehen hier, es ist wie eine Landkarte mit einigen Seen drauf und diese blauen Linien sind die normalen kommerziellen, die zivilen Flugzeuge. Alle 10 Sekunden gibt es einen Positionspunkt, der gemeldet wird vom Radar und man kann sehr schön verfolgen,
wie nun also ein Flugzeug hier langfliegt. Und dagegen die unbekannten Flugobjekte, die bewegen sich ganz anders. Zum Beispiel hier am 2. August 1993, hier ist noch der Bodensee zu beobachten. Und dann fliegt so etwas, alle 10 Sekunden wird also die Position angegeben. Hier fliegt es etwas schneller, dann da wieder etwas langsamer. Aber hier gibt es also solche Bewegungen, was ein Flugzeug eigentlich nicht macht. Oder hier nochmal, auch am 2. August. Oder dann gibt es die Registrierung, dass ein Flugzeug ganz langsam fliegt, weil die Punkte nun ganz eng beieinander liegen, vielleicht so 200 Stundenkilometer, und dann mit der dreifachen Schallgeschwindigkeit fliegt es dann senkrecht weg. Das macht auch kein Flugzeug. Von solchen Beispielen gibt es sehr, sehr viele Flugspuren. Dann wundert man sich natürlich als Laie, ja, wieso ist das nicht bekannt? Aber zunächst handelt es sich ja hier um militärische Daten, die sowieso an die zivile Forschung nicht gegeben werden. Wir haben sie auf Umwegen bekommen, das war eine Ausnahme. Aber das Militär hat weder das Personal, noch die Finanzen, noch den Auftrag dazu, solche Dinge zu untersuchen. Es soll bloß klären, ist es eine Bedrohung oder nicht. Und darauf muss es reagieren. Eigene Forschung sollen gar nicht durchgeführt werden. Deswegen bleibt das in Aktenordnern liegen und gelangt bloß ausnahmsweise mal zu privaten Forschern. Sind denn jemals Bedrohungen irgendeiner Art festgestellt worden von diesen? Zum Glück eigentlich nicht. Wenn man davon absieht, dass man etwas als Bedrohung bezeichnen kann, wenn diese Objekte über Atomwaffen lagern, wie in Woodbridge und Bentworth aus 1980, beobachtet worden und dann zur Landung ansetzen in einem militärischen Sperrgebiet. Das ist ja so eine Art Bedrohung, aber Margaret Thatcher hat zum Beispiel gesagt, you can't tell the people. Also darüber soll man am besten gar nicht reden, das kann man den Leuten ja gar nicht erzählen. Die Amerikaner haben es mal untersucht, als eine Universität kein Geld hatte, die Colorado-Universität 1969. Da hat sie von der Air Force dann Geld angenommen. Und unter diesem Zwang, dass sie bezahlt werden wollten von irgendwoher, da hat man dann dieses Phänomen angefangen zu untersuchen. Der Leiter des Projekts, der Edward Condon, ein guter Physiker, der hatte im Vorwort etwas ganz anderes geschrieben, als seine Mitarbeiter herausgefunden hatten. Nämlich, dass es tatsächlich unbekannte Objekte gibt, die man festgestellt hat mit allen wissenschaftlichen Methoden. Er selbst hat gesagt, es lohnt nicht für die Wissenschaft, da weiterzumachen. Dieser Ansicht sind wir, die wir dieses Phänomen kennen, absolut nicht. In unserer Gruppe sind eben interessierte Menschen, die natürlich anonym sich mit der Sache beschäftigen wollen, nicht in die Öffentlichkeit gehen. Und viel mit Piloten sprechen, zum Beispiel mit dem ehemaligen Chef der Lufthansa, Walter Utter, der dreimal in seinem Leben UFOs gesehen hat, natürlich zusammen mit seiner Mannschaft, aber erst nachdem er pensioniert war, darüber spricht. Oder ein Kampfflieger aus Teheran, der uns erzählt hatte, wie er den Auftrag bekommen hatte, so ein Objekt abzuschießen und wie dann aber seine Instrumente versagten, als er das tun wollte. Das sind natürlich dann schon interessante Dinge. Natürlich darf man offiziell darüber nicht reden, weil man für einen Spinner gehalten wird, aber das sind Dinge, die doch sehr interessant sind.